Wolfgang Bietzger, über 27 Jahre lang als Gemeinderat und von 2005 bis 2010 als Stadtrat in Bruck tätig, erhielt aus den Händen von Bürgermeister Bernd Rosenberger den Eisernen Brunnen in Gold mit Brillant. Also es ist eine besondere Ehre und Auszeichnung. Ich würde sagen, es ist für mich etwas überraschend, eine Ehrung zu bekommen für etwas, was ich ohnehin sehr, sehr gerne gemacht habe. Ich war ja leidenschaftlich gerne Kommunalpolitiker und darum war das für mich zwar manchmal eine Belastung, aber es hat vor allem auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mit Brigitte Kreiner, auch als Brucker Sozialministerin bekannt, die 15 Jahre lang als Gemeinderätin und 10 Jahre als Stadträtin in Bruck tätig war, bekam eine zweite verdiente Kommunalpolitikerin den Eisernen Brunnen in Gold mit Brillanten verliehen. Momentan ein Glücksgefühl, muss ich sagen, aber ich sehe auch die Seite, ich habe es mir verdient. Ich war für meine Stadt da und ich werde für die Stadt da sein. Ist sozial über immer mein Leben begleitend und es soll weiter so sein und wenn ich woher helfen kann, bin ich und bleibe ich die Kreiner mit Auszeichnung und Ehrung. Mit Johann Feier und Heinz Fluch wurden zwei weitere langjährige Gemeinderäte mit dem goldenen Ehrenzeichen der Stadt Bruck ausgezeichnet. Bürgermeister Bernd Rosenberger lobte in seiner Festansprache den außergewöhnlichen Einsatz der Kommunalpolitiker zum Wohle der Stadt und der Brucker Bevölkerung. Also zu den schönen Aufgaben eines Bürgermeisters gehört zweifelsohne jemand zu ehren. Und das war für mich heute anlässlich dieser Festgemeinderatssitzung auch eine besondere Ehre, verdienten Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern zu danken und ihnen auch eine Auszeichnung der Stadt zukommen zu lassen. Wenn man in die Kommunalpolitik geht, dann muss man wissen, was auf einen zukommt. Hier gilt es nicht zu plaudern, irgendwo welche Geschichten zu erzählen. Man wird täglich von der Bevölkerung erinnert, um was es geht, was man irgendwo zugesagt hat, wenn es Versprechungen gibt, sie auch einzuhalten. Also die Kommunalpolitik kennt eigene Gesetze und so soll es auch sein. Neben der Auszeichnung der Stadt erhielten die vier Kommunalpolitiker auch Ehrendiplome des Landes Steiermark. Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Siegfried Schrittwieser dankte in seiner Rede den Ausgezeichneten für ihren großen Einsatz auf kommunaler Ebene. Wenn es Menschen gibt, die sich in ihrer Freizeit neben dem Beruf für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, die ihren Idealismus, ihr Wissen einbringen und die versuchen, gemeinsam mit dem Gemeinderat, dem Bürgermeister, etwas beizutragen, dass die Stadt vorangeht, dass sie sich weiterentwickelt. Weil jeder möchte in seiner Stadt, wo er wohnt, dass er sich wohlfühlt, dass er spürt, hier entwickelt sich was und hier kann man sich auch sehr gut leben und das ist in der Stadt Bruck so. Mit Barbara Birsch, Heidi Schöckl und Magister Werner Reinbrecht bekamen drei weitere ehemalige Gemeinderäte im Zuge dieser Festsitzung Ehrenurkunden der Stadt Bruck an der Mur überreicht.